Und wieder mal herzlich willkommen zu FIFA Street. Ich hoffe ja, dass ich nicht wieder so heftig ins Mikro reinbrülle, wie ich das ja bei den letzten Aufnahmen gemacht habe. Ich bin ja gerade bei dem Punkt Belohnungen, sehe ich gerade, weil... Und ich hoffe, dass das Bild nicht für diesen schwarzen Rand dabei hat, weil das ist echt scheiße auf der Kamera zu sehen. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Ja, ist eigentlich scheißegal. Fangen wir einfach mal an hier, ab in den Spielmodi. Und wir hatten ja, soweit ich weiß, Absolute Street, hatten wir Kickrunden fertig, genau. Und jetzt sind wir bei Team Kapitän. Schlage und verpflichte die besten Spieler der Welt und sorg dafür, dass sie sich in deinem Team wohlfühlen. Ja, Logo, mach mal doch. Oh. Du hast dir den Respekt deiner Mitspieler verdient. Schalte einen Gang hoch und steuere dein eigenes Team. Wo soll dein Heimplatz sein? Ja, und da habe ich schon was erstellt, wie man sieht. Let's Play natürlich. Da habe ich mein eigenes Spielfeld erstellt, einfach so, ohne euch dabei einzuweihen. Weil was sollt ihr bei der Erstellung dabei sein, wenn ihr das dann beim... geht jetzt die Musik noch bei der Box, ne? Ja, die geht noch. Aufnahme... Ja, Aufnahme läuft. Und zwar geht es darum, dass ich das hier einfach erstellt habe, weil ihr seht es ja hier in den Let's Plays sowieso. Und das Feld, was ich erstellt habe, heißt natürlich Let's Play. Das halt doch schon fertig. Ja, jetzt habt ihr das halt doch schon gesehen, weil ich habe das eigentlich schon fertig erstellt. Kann ich jetzt noch mehr machen? Ich glaube eher nicht. Das Tor haut hin, das haut hin. Das haut alles hin. Architektur, ja, fertig. Ja, bin ich fertig. Oh, ich muss gleich niesen. Moment. So, und da bin ich wieder. Jetzt läuft gerade der Speicherbildschirm, wie ich sehe. Aber ich weiß nicht, ob ich heute wieder so rumbrüllen werde. Oh, ich kann ja mal lesen. Ja, mein Lieblingsthema lesen, ne? Nun, da du deinen Ort deiner Heimspiele bestimmt hast, solltest du dein Team benennen und eine Flagge aussuchen. Ja, scheiße, jetzt sollte ich das eigentlich... Oh, jetzt hätte ich eigentlich mal so eine Umfrage, hätte ich daraus jetzt viel mehr machen sollen, weil es wäre doch viel lustiger, wenn die Leute sich das aussuchen könnten. Scheiße. Ja, Team, wie nennen wir uns jetzt als Team? The Let's Players, the Winners, the... The Kings of the Street, aber es wäre wahrscheinlich wieder zu einfach. Oh, das hätte ich jetzt... Ich habe ja das Spiel eben nicht mehr gespielt, jetzt wusste ich gar nicht, dass man hier noch ein Team benennen soll. The Niggers. Nein, natürlich nicht. Nob hat's gezockt. Nob hat's gezockt als Team, das ist ja... Ich will nicht überall meinen Namen mitverwenden. Ich nehme ja einfach mal so, wie sich jeder eigentlich nennen würde. Mal irgendwas Hochtrabendes. Huch, nein! Ach ja, zurück. Oh, ich dachte jetzt schon, Alter. Ich dachte, jetzt bist du ja schon ins Weitere gegangen, oder ist nur zurückgegangen. Street Kings. Ganz einfach, ganz läppig. Street Kings. Umschalten. Müssen umschalten. Achso, und so weiter. Ja, weiter. Was müssen wir uns eine Flagge aussuchen? Was nehmen wir denn da? Gefällt mir. Ein Fußball. Felgen. Eine CD. Also eine Schallplatte. Ein Pferdchen, ein Smile, ein Sunshine. The Kings, da gab es glaube ich sogar eine Krone. Diamant. Ah, da ist eine Sonne. Hä, war ich noch eine Sonne? Da. Oh, das ist viel mit der Schein. Ach, ist egal. Also, ach, da gibt es gar nichts mehr. Ja, ist mich völlig überfragt. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, einfach nur den Ball, oder? Wir nehmen natürlich das Unkreativste, was es gibt. Ich nehme den Ball. Ich bin für den Ball. So, jetzt kann ich mein Team zusammenstellen. Natürlich nur. Shit. Zurück. Oh, scheiße.
Hauptquartier. Och, ich wollte jetzt mein Team zusammenstellen, Leute. Mein Team. Oh, ach so, was ist schon hier mein Team? Das besteht aus Snob, Rashid, Kenan und Lorenze. Lorenz? Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha, ich habe ja was Schönes. Fähigkeiten verbessern. Das geht doch bestimmt jetzt so hoch bei... Ah, genau. Das ist voll geil, wie pixelig das ist. Aber wie gesagt, das ist von der PlayStation 3. Und bearbeite ich? Ich bearbeite die nicht. Ich werde jetzt erstmal so gut wie möglich versuchen zu zocken. Und dann hole ich mir natürlich die Spieler von anderen Leutskis. Von anderen Vereinen, wie auch immer. Ah, hier kann ich schon Spieler gewinnen. Spielerinfo. Was ist denn das? Tricksabwehr. Das scheint ja nicht so gut zu sein. Aber ist ja egal. Jo, das erste Spiel natürlich auf dem Heimfeld hier, auf dem selbst erstellten, das Let's Play-Feld. Ich werde mal die Mucke ein bisschen lauter machen. Ich wundere mich, wird das ein bisschen lauter. Ich hoffe nur, dass ich da nicht für diesen komischen Hall und diese Rückkupplung und den ganzen Scheiß habe. Das will ich nicht unbedingt. Aber jetzt hier Schluss mit Gelaber. Wer nach 3 Minuten. Die meisten Tore hat, bekommt 800 TC. Dann auf zum Let's Play-Feld. Ja, wir haben natürlich nur unsere Spieler. Mehr habe ich nicht. Und dann machen wir weiter. Oh, da jetzt das erste Mal hier als Teamkapitän, Alter, ich bin der Captain. Also wusste ich noch, es gibt glaube ich noch nationale Liga und dann gibt es noch irgendwas. Ja, Alter, meine Mannschaft hier. Da ist ein Norb ganz vorne. Boah, geht ja schon gut los hier, ihr kleinen Stinkeritzkis. Und Tor. Oh, was? Tja, so geht das ja nicht hier, ne? Jetzt hier erstmal hier ein fetter Trick. Mal gucken, was meine Spieler so drauf haben. Und nochmal rüber und... Ach, scheiße! Oh, stand mir so viel im Weg. Hä? Was war denn das? Hört den Ball los! Ach, Leute! Nein! Oh, fuck! Nein, scheiße, ich hasse das immer, wenn die... Er steht doch immer gleich in der Parade von den Leuten. Oh, ich muss so gerade kratzen. Sorry, wenn ich jetzt nicht spiele. Oh. Na jetzt. Sag mal. Die verarschen mich doch hier. Das kann doch wohl nicht. Das ist so. Fuck. Danke, sehr freundlich. Und drin das Ding, Alter! Ich war gerade wieder ein bisschen leise, ne? Ja, Nob hier hat's wieder reingebollert hier. Schlimm ausgespielt. Und pam. Und nochmal in der Wiederholung. Und rüber zu Nob. Und der haut das Ding rein, Alter. Ich glaube, wenn es Minuten spielt, dann kann ich auch so viele Gamebreaker-Tore machen, wie ich lustig bin, ne? So. Oh, shit! Halbzeit gleich, Halbzeit gleich. Tormann, hol den Ball. Und drin das Ding. Schon nochmal 2-0. Und gleich ist Wechsel. Und schön mit dem Kopf in die untere linke Ecke. Rechte Ecke, Entschuldigung. Ja Leute, das ist gleich Feierabend. Wie ist Halbzeit? Lässt du von die andere Richtung spielen. Was? Da hat er gegen den Pfosten gehauen. Es geht Geschild dazu, ist das schon aufgefallen? Die sind nicht mehr so hart im Kampf. Und drin das Ding, ah, scheiße. Meine Mannschaft ist noch zu schlecht, also zu schwach. Arno bleibt natürlich souverän stehen. Was? Da hat mein Spieler ausgespielt. Komm her. Ach Leute, ihr seid doch noch da. Ich hab doch eine doof. Oh ja, Mann, wir lieben das. Vollkommen kalt, der Track. Dann pass auf, der nächste bringt dich in die Klappmühle. Boah, fuck. Ich bin schon übelst leise, ne, weil ich mich hier gerade übel konzentriere. Ich
ich, wenn ich mein erstes Spiel hier auf meinem Heimfeld verliere? Was? Ach, hättest du wohl, und so, hättest du, ne? Huch. Ich mach das ab hier. Jetzt hier rüber und jetzt hau das Ding rein. Jawohl. Keine Chance. Zack. Und pow. Downtown. Scheiße daneben. Los, komm schon, 4-0 schafft man noch. 4-0. Oh, fuck. Scheiße, schafft man nicht. Und aus, Ende. Wir haben unser erstes Spiel auf dem Heimfeld gewonnen. Ja, komm gut nach Hause, ihr Spastis. Ihr anderen Gegner hier. Jo, Sieg mit 3 Toren.